Anaximenes nimmt wieder einen konkreten Urstoff an, die Luft. Die Seele besteht aus Luft und auch das Weltall wird von einem Lufthauch umschlossen. Die Erde ist eine Scheibe, die wie ein Laubblatt in der Luft schwebt. Bei Abkühlung verfestigt sich die Luft zu Wasser und dann weiter zu Erde und Stein. Bei Erwärmung verdünnt sie sich zum Feuer. Das Gefäß zeigt uns damit dieses Prinzip der Dichte dadurch, dass sich auch nach Schütteln immer wieder dieselbe Reihenfolge der Ablagerung von Erde, Wasser, Luft und Feuer einstellt. Anaximenes um 585 bis 525 vor Christi stammte Vitalis und Anaximander aus dem Ort Milet. Er wird mit diesen üblicherweise unter dem Stichwort milesische Naturphilosophen zusammengefasst.